Wir sind am Ende des heutigen Kirchenkreistages des Kirchenkreises Cuxhaven. Für mich persönlich als Superintendent war es ein ganz spannender Kirchenkreistag, weil dieser Kirchenkreistag auch ein wenig gebündelt hat, die Arbeit der vergangenen 12, 14 Monate. In der vergangenen Zeit haben sich im Vorgriff auf die Fusion der Kirchenkreise Landhadeln und Cuxhaven nämlich die jeweiligen Parallelausschüsse der einzelnen Arbeitsbereiche unseres Kirchenkreises intensiv miteinander getroffen und haben Verabredungen getroffen, Grundstandards heißt das, wie die Arbeit dann im fusionierten Kirchenkreis ab 2013 ausgestaltet werden könnte. Und diese Grundstandards hat der Kirchenkreistag in Cuxhaven heute Abend größtenteils einstimmig so beschlossen. Das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Viele Ehrenamtliche, auch Hauptamtliche, haben daran mitbewirkt. Und hier, so spüre ich in dieser gemeinsamen Arbeit auf die Grundstandards hin, ist schon ganz viel an Fusion getan worden, hat sich der neue Großkirchenkreis, den wir ab 2013 haben wollen, inhaltlich ein Stückchen vorab gebildet. Dankeschön.